da war schon lange keiner mehr dran, nicht wahr? So. Oh, was eine Überraschung. Hallo, ich bin Oma Koschepzig, geschätzte 2x20. Und ihr seid hier in mein Haus. Was kann ich euch zeigen, großartig? Ja, da zum Beispiel habe ich eine Kommode. Die habe ich jetzt aus dem Sarg von meiner Großmutter gemacht. Die verrottet ja eh da. Gut, da kann man das auch mal nutzen. So, und hier mein Weltempfänger. Höre ich gerne mal rein, jeden Abend, jeden Mittag. Ich, ja, einfach immer, wenn ich Lust und Laune habe, wenn mir danach ist. So, ich zeige euch mal eine kleine Hörprobe, wie das fetzt. Ah, jetzt lädt er. Jetzt lädt er. Der muss ein bisschen laden. Aber dann waren die Wolfsburger schnell genug zurückgeeilt und konnten klären. Es gibt jetzt nochmal Freistoß für den VfL Wolfsburg. Wie gesagt, die Nachspielzeit ist eigentlich schon rum. Lauf, wir Nachspielzeit, noch mal auf die Nachspielzeit. Ball, ob sich da irgendwas tut. Lauf. Die Möglichkeit durch Rodriguez, den Linksfuß, den Ball da jetzt rein zu zwirbeln. Ja, so verbringe ich dann meine Mittage manchmal. Was kann ich noch sagen? Hier habe ich ein paar Blümchen von den ganzen Verehrern. Mein Gott, kriege ich Liebespost. Ich sag es. Ich sage es ja nicht. Der unten, da wohnt so ein einsamer Kavalier. Leichte Spastik, aber ziemlich nett. Und wenn das Händchen, na gut, wollen wir dahin nicht gehen erstmal. Weil, ne, hier, das ist mein Ehemann. Das ist der Opa, Koschepzig. Knackiger Typ. Der ist, ja, wie eine Geuchfock. Würde ich sagen, in privaten Gefilden, aber da gehe ich nicht hin. Das daneben, da drüber, das bin ich. Ich habe mal früher gemodelt, Werbung gemacht, für, ja, Wadna Bacha, der erste Wodka im Fässchen. Den haben wir damals bei uns im alten Stift eingeführt, selber gebraut. Ich habe nämlich zwei Freundinnen, Martha und Ruda. Ja, die Martha, die ist ein bisschen heiß, ein bisschen gallig auf den Opa und Ruda einfach nur versoffen. Beides Polinnen, nett, die eine andererseits aber Schlesierin, also nicht so richtige Polin. Ich wiederum bin Ostpreußin, also auch Halbpolin. Die einzige, die so richtig polnisch ist, das ist die, die Martha. Ja, Was kann ich euch noch zeigen in mein trautes Heim? Da habe ich eine Lampe. Ansonsten ziemlich groß, ne? Also ich habe mir das einiges hier kosten lassen. 180 Quadratmeter wohne ich hier. Aber es ist ein Geheimnis, wo ich wohne. Das sage ich euch nicht. Ja, ansonsten meine Hobbys. Meine Hobbys jetzt? Gut. Meine Hobbys sind, ja, gibt nicht so viel. Also rauchen mache ich seit eh und je. Ist zu einem Hobby geworden. Ich genieße es. Ich genieße es mit Genuss. 2-3 Päckchen am Tag. Da kann man nichts falsch machen. So, manchmal mache ich auch was Lustiges. Wenn die Zigaretten ausgehen, den letzten Zug auch. Für später. Wenn ich da mal keine habe und keine Lust habe, zum Kiosk zu gehen, mache ich das Döschen auf da und zack, habe ich eine Instant-Zigarette. Bin sonst sehr malerisch auch tätig. Ihr Pinsel. Mal ich manchmal was. Ansonsten trinke ich, seitdem ich den Magen gegen eine zweite Leber ausgetauscht habe. Ja, weil früher, da war ich auch fetter. Da war ich fetter. Da hatte ich noch einen Magen. Jetzt, wo ich nur noch zwei Lebern habe, also besser und keinen Magen, sieht man ja Goldbuddy. Goldbuddy. Asche hält jung.